in English. We're um, importing mocap data this time. We'll ignore the mocap data and use the character to keyframe uh, the character how he or she bows down and lifts up a ball. So That's basically all uh, which is quite a lot for a mini tutorial. Wir beschäftigen uns heute mit, den, uh, mit motion capturing. Aber wir schmeißen die Motion Capturing-Daten gleich weg und keyframen dann eine Figur, die einen Ball aufheben soll. Mal gucken, ob es gelingt. Zunächst mal, ähm, wenn wir ein Skelett oder eine Figur reinladen wollen, können wir die natürlich selber bauen. Aber es gibt hier unter Windows, General Editors, den in Maya 2017 neuen Content Browser. Und wenn ihr den aufruft, da findet ihr hier ähm, einige äh, Dateien, Beispieldateien für alle möglichen Dinge. Wir konzentrieren uns heute mal auf das hier, Animation. Wenn ihr das aufmacht, seht ihr Motion Capture. Und wenn in diesem Ordner hier nichts drin ist bei euch, nur diese lies mich-Datei und nicht das hier, dann äh, müsst ihr folgendes machen. Ihr geht ähm, zu. Ihr müsst dieses ähm, Human IK äh, Menü hier aufrufen, kriegt man zum Beispiel, indem man hier zu Rigging geht und dann äh, Skeleton macht und wurde äh, sagen wir mal Skin Deform Skeleton äh, Quick Rig. Ja, wenn ihr Quick Rig macht, springt dieses Menü auf. Braucht ihr Quick Rig. Es gibt sich eine elegantere Methode. Bei diesem Menü ist der unterste Punkt get A, äh, HIK und Mocap Examples online. Ihr müsst diese Sachen online holen. Also wenn ihr da drauf drückt, geht der Browser auf. Ohne Nachfrage wird eine ZIP-Datei heruntergeladen. Und in dieser ZIP-Datei, wenn ihr die öffnet, dann seht ihr eben das, was ich euch gerade gezeigt habe hier im Windows General Editors und dann Content Browser. Ich habe die hier wahrscheinlich ein bisschen komisch abgelegt. Gehe in Mocap rein Examples. Und dann nehme ich jetzt zum Beispiel einen Tanz. Und den Tanz ziehe ich mit der Maustaste irgendwie in die Szene rein. Ist er schon da? Wahrscheinlich muss ich mittlere Maustaste machen. So, jetzt ist der Tanz da. Jetzt kann ich den Content Browser wieder schließen. Ja, sehe ich den Tanz überhaupt nicht. Wo könnte er sein? Da ist er. Also riesengroß. Das ist oft so, das hängt mit den... Ähm, mit den Dimensionen zusammen wie Motion Capturing-Daten aufgenommen äh, worden sind. Wenn ihr eine Kugel jetzt reinsetzt, was wir gleich tun werden, äh, wird die winzig erscheinen, müssen wir halt ein bisschen größer machen oder wir machen diesen Charakter etwas größer. So, hier drin seht ihr, der ist nicht ausgewählt. Wir können an dem nichts tun, der ist sozusagen gesperrt, der hat seine äh, von einem realen Tänzer eingebauten Daten drin und macht nur das. Wir könnten das auf ein anderes Skelett übertragen. Unser eigenes zum Beispiel, was wir gebaut haben. Aber wir werden hier einfach mal diese MoCap-Daten äh, äh, löschen. Die Quelle für die Bewegung von dem Ding äh, sind im Moment die Motion-Capturing-Daten, die hier. Und wir machen ein Control-Rig draus. Und dann sehen wir hier unsere Figur stehen. Und die hier können wir löschen. Wir löschen sie eigentlich. Eigentlich ist es viel besser, die im Outliner zu löschen. Hier. Dance Reference. Entferne das ganze Ding hier. Jetzt ist diese Figur hier im Feld und die soll nun einen Ball aufheben. Den Ball nehmen wir zum Beispiel einen Polygonball. Ihr seht ihn hier sehr winzig. Dann skaliere ich gleich mal ein bisschen höher. So, ist er größer. Und bewege ihn etwas nach vorne und nach rechts und nach oben. Schauen wir das mal von, von der Seite aus an. So, der kann noch ein bisschen. Der Boden ist ungefähr hier. So, da sollte er stehen, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Wie mache ich das nun, dass diese Figur diesen Ball aufhebt? Ihr habt im Prinzip mehrere Kontrollmöglichkeiten, vor allem die, die hier grün gezeichnet sind. Grün, so kann der in die Knie gehen, das wird, werden wir gleich brauchen, damit er also schön ähm, sich, äh, sich beugt. Ihr könnt aber natürlich auch die Hände ähm, äh, animieren und... Äh, mit diesem Skelett-Tool bewegen. Und das mache ich jetzt mal als allererstes. Ich ziehe die einfach mit den... Ich rotiere hier nichts. Ich bewege nur. Ich ziehe das einfach mal hier rein. So, nicht zu nah am Körper, einfach mal so. Okay. So haben wir unsere Animation hier. Da läuft noch gar nichts. Und ich würde sagen, ein genereller Tipp. Ich fange mit der Hüfte an. Die Hüfte geht ein bisschen in die Knie, weil so sitzt man, so, so ist die Ausgangsbasis. Ich kann auch noch ein Bein vielleicht ein bisschen nach hinten tun, damit es leicht asymmetrisch aussieht. Und äh, jetzt wähle ich äh, die Hüfte hier aus. Und drücke die Taste S. Ich bin hier beim ersten Keyframe, da ist dann ein, eine rote Markierung da. So, und jetzt ähm, rate ich euch, dieses Kästchen zu aktivieren, hier unten. Das nennt sich Auto Keyframe, an oder aus. Wenn es so hellblau unterlegt ist, dann ist es an. Der Auto Keyframe bewirkt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Frame 24 bin, oder sagen wir mal 20, ähm, und ich bewege das ganz leicht nach unten, entsteht automatisch ein Keyframe. Und der bewirkt nichts anderes als diese minimale Bewegung hier. Die nehme ich auch gerne in Kauf. Ich äh, möchte jetzt aber noch was weiteres machen, will nämlich, dass der innerhalb dieser, dieses, dieser ersten Sekunde quasi oder knappen Sekunde sich ein bisschen dreht und sich ein bisschen neigt. Aha, da ist ein Ball quasi. Sieht die Animation so aus. Die ist ganz dezent und ganz klein und da passiert noch nicht groß was. Jetzt gehen wir zu ähm, Keyframe 50, das sind zwei Sekunden. Dann beuge ich ihn tiefer runter und setze ihn mir hier runter. Und weil ich bisher alles an der Hüfte arbeite, ist die ist die Animation auch quasi eine, eine Hüftanimation und noch nicht mehr. Ich habe noch viel mehr Möglichkeiten hier einzugreifen. Ich werde natürlich die Arme dann vorbewegen und so weiter. Ich mache das der Kürze des Tutorials wegen jetzt äh, sehr kurz. Wir sind jetzt quasi fast bei dem Ball und jetzt gucken wir mal an, ob der ähm, schon mit zum Beispiel dieser Hand hier den Ball greifen kann. Die inverse Kinematik zeigt mir die erlaubten Spielräume. Ähm, ich äh, werde mal zu diesem Frame gehen, ungefähr hier, und werde hier, hier die Bewegung dieses Armes schon einleiten. Dazu drücke ich die Taste S. Die muss ich einmal gedrückt haben, ab da weiß er, er soll jetzt jede Veränderung Auto-Key Und hier bewege ich den nach vorne, geht immer wieder in der Szene herum, um zu gucken, wo ihr seid. Und ihr seht, er wird es mit ausgestrecktem Arm gerade so erreichen ist noch nicht optimal. So ist die Animation jetzt und erfasst davor und ihr seht die Hand geht durch den Körper durch. Das liegt unter anderem daran, dass ähm, diese Achse kann man auch animieren, die kann man auch rotieren und wenn ihr da ein Keyframe setzt und dann hier einen Keyframe setzt und es ein bisschen nach außen bewegt, dann müsste sich die Hand weiter außen bewegen, aber sie macht nachher noch diesen, diese komische Bewegung nach da. So, aber das ist schon besser auf jeden Fall. Also da, da müsst ihr euch dann äh, selber damit beschäftigen, mit etwas näher damit beschäftigen. Ähm, ich beuge ihn noch ein bisschen tiefer, damit die Hand wirklich hinkommt. So. Und dann die Hand noch ein bisschen nach vorne. So zum Beispiel und jetzt näher an die Kugel. Jetzt muss ich natürlich auch noch die andere Hand animieren. Auch das lasse ich im Moment weg. Ähm, das könnt ihr nachher noch machen. Jetzt äh, will ich, dass er, wenn er die ähm, Kugel berührt hat, dass er sie aufnimmt. Ich setze so ein bisschen später noch mal ein Keyframe, damit das die gleiche. Dann muss ich mit der Taste S machen, weil er nicht merkt, dass ich irgendwas bewegt hätte. Er soll sozusagen hier gleich bleiben am Ball dran. Da muss ich also die Taste S drücken. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Ich gehe nämlich ganz an den Anfang, denn er soll sich ja wieder jetzt hochbeugen. Und statt ihn jetzt wieder hoch zu animieren, nehme ich mir einfach hier. Diese Sachen, diese Hand habe ich animiert, die ist ausgewählt. Dann ähm, habe ich nur noch die Hüfte animiert, mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Jetzt habe ich Hüfte und Hand ausgewählt und ähm, ich nehme jetzt hier ganz links, da hat die Animation begonnen, die mittlere Maustaste, wichtig, mittlere Maustaste und die könnt ihr jetzt durch die ganze Timeline, da bewegt sich im Moment nichts, weil ich die mittlere Maustaste gedrückt habe und tut ihr zum knapp vor's Ende, zum Beispiel zu 110 und jetzt drückt ihr die Taste S. Das bedeutet, dass der hier dieselbe Stellung für Hüfte und den linken Arm haben soll wie am Anfang. Und das sieht dann so aus. Und jetzt bewegt er sich nach oben und geht in seine alte Richtung. Die Hand geht hier noch mal durch den Oberschenkel durch. Ihr wisst, wie er das wegkriegt. Aber das wäre die Bewegung. So. Ähm, die, die rechte Hand ist natürlich noch sehr steif, die müsstet ihr dann auch noch mit einbringen. Ihr könnt auch den Kopf natürlich animieren. Zuerst guckt eigentlich der Kopf auf den Ball, ähm, aber das sind alles Details, die wir dann nicht machen. So, ähm, hier unten, das ist Frame 64 zufällig. Da ähm, hat der äh, den Ball äh, Kontakt äh, erreicht und jetzt wollen wir, dass er den Ball aufhebt. Wie geht das? Okay, das geht mit folgendem Trick. Der Ball ist, ähm, wir haben nur einen Ball hier in der Szene. Wir machen einen zweiten dazu, indem wir, der heißt hier Polysphere 1, wir machen einen zweiten davor, indem wir STRG D drücken. Der heißt Polysphere 2 und ist im Moment direkt äh, darunter oder darüber. Wir haben zwei Kugeln, die sind identisch. Mit dieser ausgewählten Kugel, der zweiten, drücke ich mit äh, der Shift-Taste, also zusätzlich auswählend, die Hand. Und jetzt kommt die Taste P. P bedeutet, ich parente, also ich mache äh, das zu einem Kind der Hand. Es soll immer der Hand folgen. Und zwar nur unser zweiter, äh, unser zweiter äh, Sphere. Und ihr habt, seht jetzt, wie er diesen diese Kugel mit sich runterbringt, das macht natürlich keinen Sinn, aber nachher mit hochbringt. Das wollen wir quasi. Wir wollen jetzt zwar nicht hier durchziehen, aber ähm, wenn ihr die zweite Hand noch macht und äh, die Handbewegungen etwas über die Schulter noch etwas besser animiert, dann wird das schon passieren. Aber ihr seht, er nimmt ab. Hier stimmt es quasi, er soll ihn ja mitnehmen und es tut er auch. Und jetzt gehe ich wieder zu Frame 64 zurück und rufe hier den... Die Channel Box das ist eigentlich das Einfachste hier. Hier sind so die Parameter in Übersicht und nicht so ausführlich wie im Attribut Editor. Und hier seht ihr, der ist sichtbar. Und ähm, das ist eigentlich so, dass er jetzt tatsächlich sichtbar sein soll. Und ich mache Key Selected. Und jetzt gehe ich einen Frame zurück, nämlich den hier. Und hier schreibe ich jetzt hier rein Off und drücke Enter. Und mach rechte Maustaste. Ich weiß gar nicht, ob das mit Auto Keyframe nötig wäre, aber Key Selected. Das heißt, er hat vorher den Ball nicht, denn er wird erst jetzt sichtbar und dann nimmt er ihn mit. Und ich muss natürlich den hier bei Frame 64 unsichtbar schalten. Das heißt, er ist bei 65 unsichtbar. Off. Rechte Maustaste auf Visibility Key Selected. Und ein Frame vorher ist der On. Ich schalte sozusagen den einen aus, während der andere angeht. Key Selected. Und jetzt seht ihr, der Ball liegt da, er greift ihn, der verschwindet und er nimmt den anderen auf. Und wenn man die nicht auswählt, sieht die Bewegung so aus, als hätte er einen Ball. Ja, damit ist die Animation... Zu Ende und ihr müsstet jetzt sie so säubern, dass, dass die, die Kugel hier in der Mitte vor dem Bauch zum Beispiel äh, landet. Ihr könnt diese Kugel nicht bewegen. Also ihr könnt sie schon bewegen, aber sie ist in, wenn ihr sie bewegt, immer äh, an diese Hand äh, geknüpft. Also die hat äh, eigentlich kein Eigenleben, ihr solltet sie nicht bewegen. So, das war's. Und damit haben wir die Motion Capturing Daten verloren, extra aufgegeben und wieder mal ein Skelett zu animieren mit Keyframes über inverse Kinematik.